Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir uns in die Welt der Griechen begeben, haben Leonidas verkörpert für kurze Zeit und sind nun in den Körper von Cassandra geschlüpft und erleben die Geschichte mit ihr und rund um sie. Bin mal gespannt, wo das hinführt und was uns noch so alles erwartet. Wir sollen jetzt einen alten Kollegen von uns auf seinem neu gekauften Weingut mal begrüßen, denn der schuldet uns noch Kohle. Und es geht ja nicht, dass er uns Kohle schuldet und dann sich so ein neues Weingut hier zulegt. Also wo bleibt denn mein Anteil? Das geht ja nicht. Aber erst einmal, sollen wir uns an diese Kiste zugute führen und dann gucken wir mal, ach, die Ausrüstung holen, genau. Sehen wir das an. Unika. Ja. Also Beutel durchsuchen, was ist das? Zerbrochener Bogen. Den muss ich reparieren. Ja gut. Nehmen wir halt das hier mal, die Lederrüstung. Das andere kann ich ja noch nicht nehmen, weil ich bin kein Level 5. Ups. Falsche Tasche. Ja, mein Gott. Sieht noch nicht ganz. Also, ja. Angsteinflößend ist anders. Aber mein Gott. Wir haben aktuell nicht mehr. Fähigkeiten, das bekommen wir noch, wenn wir gelevelt haben. So, also. Wir sind ausgerüstet. Da hinten müssen wir hin. Weingut. Und, ja. Wird's laufen oder habe ich einen Gaul? Ah, da kann ich wechseln. Oh. Warum nehme ich denn nicht diese Rüstung? Passt die nicht? So, auf jeden Fall besser als diese Lederkluft, die ich gerade habe. Naja. Ah, das Rennen funktioniert noch genauso wie vorher. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Aber die hatten damals schon so viele Ruinen hier. Hm. Oh. Guten Tag. Hey, die reagiert nicht auf mich. Ey, wer bist denn du? Hat er sich da versteckt? Sollte das jetzt mein Hinterhalt sein? So dankt ihr mir, dass ihr noch lebt? Okay, ich habe euch leben lassen und jetzt dürft ihr sterben. Und die tut mir leid. Hättest du wohl so gedacht, hä? Oh. So. Pech gehabt. Ihr Schweine! Habe ich Gnade gezeigt und was macht ihr? Macht hier einen Hinterhalt. Hey, habt ihr aber nicht damit gerechnet, dass ich meine Umgebung im Auge behalte? Pech gehabt! Der wäre mir bestimmt in den Rücken gefallen, wenn ich den nicht gesehen hätte. Spätestens wenn ich hier durch wäre, wären die alle auf mich eingestürmt. Das ist wohl nach hinten losgegangen für euch. Das muss das Weingut sein. Direkt vor mir. Okay, das ist genauso wie immer. Das siehst du ja. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Markus. Oh, okay, wir sehen viele Sachen. Viele Fragezeichen. Da ist ein Aussichtspunkt. Ich gehe erstmal zum Aussichtspunkt. Brauche ja erstmal einen Überblick.
haben wir denn hier? Wieder Ruinen. Tempel des Zeus. Oh. So, war zwar jetzt wohl nicht geplant, aber hey. Wie sagt man im geschenkten Gaul? Guckt man das ins Maul? Bringt mir ruhig Materialien. Finde ich gut. Drachmen, immer her damit. Kohle werden wir später wahrscheinlich zu genügend brauchen. Habe ich den Tempel jetzt eigentlich fertig? Irgendwas ist hier noch. Irgendjemand. Also es wäre hier oben nicht rot. Irgendwo ist hier noch was Feindliches. But where? Wo ist es? Wo ist er? Kann ich wackeln? Kann ich nicht. Sollst du nicht hoch? Okay. Keine Feinde gefunden. Das war eine Kochstelle. Aber ein Stückchen. Wäre mein Pferd auch recht gewesen. Okay. Nee, mit dem kann ich mich noch nicht anlegen. Da ist wieder dieses typische Level Cap Ding. Dem mache ich keinen Schaden. Ciao. Oh Gott, da kann ich eine halbe Stunde draufhauen auf den. Das mag ich nicht so ganz. Da ist, dass du dann wirklich keine Chance hast und nur noch einen Schaden machst. Das habe ich aber beim Origins auch noch nie wirklich gemocht. Okay. Da darf ich noch nicht hin. Da will das Game, dass ich wegbleibe. Oh. Aber Eisenbrocken gefunden. Ich maul mal nicht. Wenn das Level am Anfang so schnell geht wie bei Origins, werden wir Stufe 5 relativ schnell. Aber die Statue vom Zeus ist schon nicht schlecht da oben. Ui. Okay, bleib halt nicht hängen am Stein. Hm, 62 EP.
Das ist aber nicht viel. Ätzel. Oder Gotta. Ein Schatz. Muss ich hin? Das ist ein Rätsel. Das ist vielleicht so wie diese Papyrus-Dinger in Origins. Okay. Kann ich hier hoch? Jo. Es ist leicht, sich in schlechten Zeiten von den Göttern abzuwenden. Geh zum verbrannten Tempel in Kausos. Im verfluchten Tal von Peil findest du mich. In einem Haufen brennender Asche, wo ein Gläubiger seinen Posten aufgegeben hat. Um ein neues Leben als Pirat zu führen. Okay. Irgendwo in der Küche sein. Höhle da unten. Da oben haben wir eine Kiste. Die hole ich mir erstmal. Wo ich mit dem Malaka rede. Oh, das wäre stehlen. Hm. Ja, wie ich schon sagte, das geht so nicht. Warum? Es ist mein Hof. Ich pflanze, was ich will. Die Trauben werden absterben. Jede einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Cassandra, den Göttern sei Dank. Phoebe war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein, du magst Wein. Einfach jeder mag Wein und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Tja, ich würde mal sagen, nachdem wir gerade gelauscht haben, hat er keinen Plan, wie Wein geht. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so naja. Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Doris? Schon wieder? Warum leihst du ihm immer wieder Geld? Er ist ein treuer Freund. Seine Familie soll nicht hungern. Du bist ein guter Mann, aber du kannst mit Geld nicht umgehen. Wo ist er denn? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Cassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Wie soll ich die Sache angehen? Nicht wie bei diesem Olivenölgeschäft. Das war ein bisschen zu viel. Ich habe das Geld bekommen. Und jetzt kriegen wir nie wieder was von ihm. Wenn du alle tötest, hat niemand was davon. Drohung und etwas mehr. Kein Problem. Was kaputt machen? Na gut. Stiehl ihm das Geld, wenn es sein muss. Aber stiehl mir nicht meine Kunden. Außer es lässt sich nicht vermeiden. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit, um zu Fuß zu gehen. Aber... Sieh es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Such dir eins aus. Hm.
Endlich einen Gaul. Erzähl mir von dem da. Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Was macht das in der Mitte? Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Die sind für ihren Mut berühmt. Was macht der rechte Gaul? Mir gefällt das rechte. Sieht gut aus. Ah, das Mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Macht das Unterstrich überhaupt einen Unterschied? Also, oder ist das, das ist doch nur optisch, oder? Oder haben die jetzt andere Attribute? Ich habe mich entschieden. Welches soll es sein? Ich hätte ja gerne einen schwarzen Gaul. Ich kann mich nicht entscheiden. Also das rechte will ich, möchte ich weniger, ich, entweder das linke oder das mittlere. Ach, ich nehme die Mitte. Gib mir das mittlere Pferd. Ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Hey, was sagt er bei den anderen? Sollte ich mich noch mal umsehen. Das interessiert mich jetzt. Was sagt er bei den anderen? Was sagt er bei dem? Ich nehme das linke. Dieses da? Sagt doch nix. Vielleicht sollte ich mich noch mal umsehen. Wähle mit Bedacht. Und was sagt er bei dem? Das rechte. Dieses da? Da sagt er auch nix. Oder ist das nur, um einen zu verwirren? Vielleicht sollte ich mich nochmal umsehen. Wähle mit Bedacht. Bleib beim mittleren. Dieses da? Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn... Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, dein Geld von Duris hast. Ah, Euterpe, es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phöbe wurde entführt. Von wem? Lakaien des Zyklopen. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann sie schwimmen? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Cassandra. Ja, kann ich alles auf einmal machen? Ja, ist okay. Erstmal Inventar. Ich hab nämlich noch andere Pferde. Nimm nämlich diesen Skin. So, dann haben wir das zumindest. Da haben wir das hier, okay. Quests. Ah, okay. Die andere Quest ist dann somit erstmal ausgesetzt. Also ich muss jetzt Phöbe retten. Ja, dann machen wir das. Oh, Stufe 2. Okay. Will den Spartenkick. Ja, ich weiß ja schon, wie der funktioniert. Auf B. Ja, dann haben wir den. Ich will doch nicht stehlen. Kann ich die eigentlich wechseln? Warum ist bei denen dieses
Ich kann sie dann nicht mehr nehmen. Okay. Ah, die pfeift dann nicht. Dann wollen wir mal. Aber dieser Skin sieht nice aus. Ella. Oh, das Pferd ist schnell. Ui. Und was willst du? Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Wieso denn das? Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? In der Höhle? Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Oh, doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, es gibt viele Götter in der Höhle. Alle erbitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Na, machen wir mal. Keine Sorge, ich gehe. Oh, danke. Und denk dran, pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Ups. Wollte doch nicht warten. Alte Taste gedrückt. Jo. Ah. Oh. Eisenbrocken. Okay, diese Sicht, die Dings hatte, Bike habe ich nicht. Dass ich die Umgebung scannen kann und der mir alles highlightet. Muss ich mir vielleicht erst freischalten. Oder? Ja, Offenbarung. Das muss ich mir dann erst im nächsten Aufstieg holen, weil das ist immer recht hilfreich. Gerade wenn man Sachen sucht. Was? Ach ja. Das. Ja, mit dem Zeug. Hat gerade mein Controller vibriert. Stehlen wollen wir hier nicht. Wir interagieren. Okay. Das gab's bei Origins nicht. Du konntest immer alles plündern. Das war scheißegal. Hier hat das wohl Auswirkungen. Dann werde ich das mal nicht tun und bin ein guter Mensch und werde einen Altar nicht plündern. Jemand hat hier Opfer abgelegt. Sieht aus, als hätten sie sie hinter die Statue bringen wollen. Oh, hier sieht es. Vielleicht ein Riss in der Wand? Ja, gehen wir mal da durch. Und auch. Dass mich niemand bemerkt. Werde ich mal. So mache ich das. Da lagen Drachen dann rum. Ja. Oh. Level 2 Tunika. Oder Gürtel eher gesagt. Den und dann kann ich den hier zerlegen und die Materialien verwenden. Okay. Hey, dein Leben ist verwirrt. Ha!
Boah. Ich bin ausgewichen. Ich muss das Timing wieder drin kriegen. Und der trifft mich trotzdem. Nein, kletter doch da nicht hoch. Warum hat die jetzt die Leiter genommen und nicht zugeschlagen? Ich hab doch Vater Schlag gedrückt. Okay. Das ist nicht wie gewohnt. Normalerweise fängt Bike nicht, oder hat Bike nicht angefangen zu klettern im Kampf. Musste erst aus dem Kampf rausgehen. Fähigkeitenmenü. Die Fähigkeit schon. Der hat jetzt keine Rüstung für mich gehabt. Mitten in der Bewegung kann das nicht. Bam! Ups. Natürlich, Banditen. Die Leute hätten merken müssen, dass etwas faul ist. Und hier ist ihre Beute. Immer die Beute. Okay. Du nimmst automatisch die Leiter, weil du in der Nähe bist. Ob ich das gut finde? Ich glaube, das wird mich noch einige Male das Leben kosten. Okay. Und ist es auch zerlegt? Haben wir das auch? Und der Quest? Machen wir die noch wieder fertig. Müssen wir da zurück? Und dem Bericht erstatten. War hier noch was? Ja, da war noch was. Und? Ah, da könnt ihr den Krug nur aufnehmen. Und theoretisch auf andere Leute draufschmeißen. Allmächtig, ich habe nichts außer meinem Glauben, aber ich brauche Hilfe. Ich bin arm. Ich habe 4 hungrige Kinder und sonst nichts. Ich flechte Körbe für den Markt, aber mein Karren ist beschädigt. Wie soll ich ihn reparieren oder zum Markt kommen? Bitte hilf mir. Ich höre dich, Tochter des Hermes. O mächtiger Gott, ich bitte dich, hilf mir. Dein Gebet wurde
erhört. Du wirst Reichtum vor deiner Tür finden, ehe du dich versiehst. Ich wusste, du erhörst mich. Jeden Morgen und jeden Abend gehöre ich dir. Alles unter meinem bescheidenen Dach in Sami ist dir geweiht. Ja, nun geh heim und warte, bis das Schicksal seinen Lauf nimmt. Das werde ich, großer Gott, das werde ich. Tja, wenn sie Geld braucht, kommt die Beute der Banditen gerade recht. Gell? Das finde ich aber cool, wie wir da diese Zusatzmissionen so kriegen. Welche Quest jetzt? Die. Ah, das war das hier. Bevor ich die Folge hier beende. Wird wieder eine lange Folge. Lauf, Cassandra, lauf! Dort sind keine Götter, nur Banditen, die den Leuten die Hoffnung und ihre Drachmen stehlen. Oh, ich wusste es. Diebe! Wenigstens weißt du nun, dass Zeus nicht erzürnt ist. Vielleicht hat er ja Erbarmen mit dir. Ich hoffe, Zeus lässt die Banditen seinen Zorn spüren. Keine Angst, sie spürten meinen. Das sollte auch reichen. Nett. Oh, und nicht wenig EP. Ein halbes Level. Tja, in der nächsten Folge geht's dann mit der Mission weiter. Dass wir einen Gott gespielt haben und nun die Konsequenzen ziehen müssen. Weil, gut, ich hätte diese Quest ja auch ignorieren können, aber das fand ich ein bisschen... zumindest... ich weiß nicht, hätte ich die Quest jetzt ignorieren können, indem ich einfach nichts gemacht hätte? Also dieses Punkt, Punkt, Punkt auswählen und Cassandra hätte ihr dann bloß zugehört und sie wäre gegangen? Hätte ich das dann weiter untersuchen können? Auch? Ich fände es gut, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, dass ich diese Quest jetzt quasi verpassen hätte können. Klar, es ist immer scheiße, wenn man was übersieht durch sowas oder was vergisst. Aber das macht die Sache halt realistischer, weil wenn Cassandra jetzt da still gestanden geblieben wäre, hätte sie nicht sein müssen oder dass sie da weiter Interesse dran hat. Da sie sich jetzt eingemischt hat, da ich mich dazu entschieden habe, mich einzumischen, habe ich ja Interesse bekundet. Ich hoffe, ihr versteht meinen Gedankengang. Gut. Aber wenn es dann da wieder weitergeht mit dieser Quest, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, like und subscribe und der Welt verteilen. Und wenn ihr es noch nicht längst getan habt, die Notification bei aktivieren mit YouTube, was ihr mehr von uns sehen wollt, solltet YouTube das doch nicht tun. Dann solltet ihr den Twitter-Account von Sinnes ein Follow reindrücken und auf alle Feedzeit-Zeige einstellen. Denn Twitter und YouTube sind verknüpft. Denn wenn wir über YouTube einen Blödsinn machen, tut das Twitter noch nicht raus. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis denn dann. Ciao.